Hey, willst du deinem Bruder eigentlich nicht Bescheid sagen, dass mit Leute da angerufen hat, die wegen einem Werkzeug zurückkommen? Nein, ich mag ihn jetzt nicht stören. Ich glaube, der unterschreibt gerade seinen Ausbildungsvertrag. Ja, mit Hammer und Meißel, gell? Moderner als du glaubst. Lerne einen Beruf mit Tradition und mit Zukunft. Bewirb dich für eine Ausbildung als Steinmetz. Bei Scholz Naturstein in Fraßdorf. Ja, herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde aus dem Rosenheimer Rosa-Stadion. Begrüßt euch an einem vorfrühlinghaften Abend. Sven Karthäuser ganz herzlich zum Eishockey-Oberliga-Süd-Spiel zwischen den Star Wolves Rosenheim und dem EV Füssen. War in den letzten Spielen so ein bisschen das Manko bei den Star Wolves. Kevin Slezak jetzt mit einer schönen Move hat er sich gelöst. Ah, schöne Schusschance. War noch ein Schläger dazwischen eines Füssener Verteidigers. Schusschance für die Star Wolves, Maxi Vollmeier. Ah, aber schöner Save von Moritz Borst, lässt keinen Rebound zu. Ah, Aaron Reinick möchte die Scheibe. Ah, und da ist der erste Abpraller vom Goalie und Marc Schmidt-Peter nutzt es eiskalt aus. Aaron Reinick hat mit dem Schläger aufs Eis geklopft, hat gesagt, ich möchte die Scheibe, ich möchte meinen bekannten Laser auspacken. Und er hat den Laser ausgepackt, nicht direkt gelasert, sondern der gute Füssener Goalie macht einen Rebound und Marc Schmidt-Peter, hier sehen wir es aus der Hintertorperspektive, braucht er nur noch einschieben und somit steht es 1:0 für die Star Wolves Rosenheim. Torschütze Marc Schmidt-Peter. Alex Höller. Ah, jetzt schwärmen sie aus. Chance von der Seite, Christopher Kolatz. Schön macht er unten zu, lässt keinen Rebound zu für die Star Wolves Rosenheim. Marc Schmidt-Peter, der Torschütze heute Abend. Geht die Scheibe wieder am Tor vorbei. Ah, gibt es jetzt eine Schusschance? Ah, fast. Star Wolves müssen da mit Mann und Maus verteidigen. Ah, lot of traffic. Viel Verkehr vor dem Gehäuse des Füssener Goalies. Aber er hat die Scheibe. Schauen wir mal, wie dieses Spiel zu Ende geht. Werfen wir wieder den Fokus auf unser Spiel. 1:0, aber alles relativ eng. Überall enge Spielstände, wenige Tore bisher. Und da ist es 2:0. Da straft er mich Lügen. Das war der Maxi Vollmeier, der hat gesagt, der Moderator, wenig Tore. Und in dem Moment erhöhen die Star Wolves auf 2:0. Torschütze war Maxi Vollmeier. Breites Grinsen jetzt im Gesicht des Rosenheimer Spielers Maxi Vollmeier. Kriegen wir die Wiederholung. Gar nicht so hart. Das war ein Handgelenkschuss. Aber unheimlich platziert. Aus der Hintertor sehen wir es am besten. Ah, da war natürlich auch wahnsinnig viel Verkehr, da hat er keine Chance, der gute Füssener Goalie. Und die Star Wolves erhöhen auf 2:0. Gefährlich hinter dem eigenen Tor, den Pass in den Slot spielen. Kann es einmal vom eigenen Spieler abgefälscht werden. Aber Samuel Payeur steckt es weg mit all seiner Erfahrung. Ah, wieder Samuel Payeur. Schöne Chance und auch schöner Save. Da flackern in ein oder zwei Aktionen die technischen Möglichkeiten der Star Wolves auf und dann tun sie sich schwer. Aber jetzt Chance, Alex Höller, 3:0. Straft er mich gerade wieder Lügen, immer wenn der Kommentator sagt, da passt was nicht, schießen die Star Wolves ein Tor, den Star Wolves wird es recht sein und sie erhöhen auf 3:0 und es war in Person von Alexander Höller. Sehen wir es, lässt sich natürlich so ein Torjäger wie der Alexander Höller nicht entgehen. Hat natürlich der gute Füssner Goalie aus dieser Nähe keine Chance, die Scheibe zu klären. Über den Blocker schlägt es da ein bei ihm. Ah, aber jetzt Payeur im Konter. Ah, aber wird er gestört? Am Pfostenschuss hat es geklingelt und da ist das Tor. 1:3. Anschlusstreffer für den EV Füssen. Zuerst hat es geklingelt und dann war die Scheibe im Tor. Und der Torschütze war die Nummer 14, Leon Daldusch. Da klingelt es und da reagiert er am schnellsten. Sehen wir aus der Übertor mit Sicherheit. Da klingelt es und da reagiert er am schnellsten. Und netzt ein zum 1:3 aus Sicht des EV Füssen. Damit kann natürlich ein Spieler der Star Wolves zurück aufs Eis. Ah, eine gefährliche Situation. Wieder war es Payeur. Macht jetzt richtig, könnte es Leinweber 2 auf 1 Situationen schnell geht. Leinweber, ah, da war der Pass zu viel, hätte er selber schießen können aus meiner Sicht.
jetzt im Zweikampf Alex Höller. Nochmal die Chance und da ist es reingearbeitet, war jetzt dieses Tor. Alexander Höller hat gekämpft vor dem Tor. Und der Torschütze war, kriegen wir an. Schauen wir drauf. Alex Höller hier. Ah, da kämpft er. Kommt die Scheibe zurück. Und Manuel Edtfelder war es. Jawohl, da sieht man es. Er hat das Trikot in der Hose, aber anhand der Bewegung sieht man es. Manuel Edtfelder netzt ein. 4-1. Netzinger. Da ist das 5-1. Das war wieder so ein Pass, Marke Brad Snetzinger. Ja, da hat er die Bande geschickt genutzt und bringt dann seinen Sturmpartner, den Maximilian Brandl, in eine wunderbare Schusssituation. Da haben wir den Torschützen Maximilian Brandl, aber da schauen wir jetzt nochmal genau hin. Spielt er die Bande und zack, da hebelt er mit so einem einfachen Pass die komplette Verteidigung der Füßen aus. Und das ist natürlich kein Problem für Maximilian Brandl. Und somit erhöhen die Star Wars jetzt auf 5-1. Jetzt nochmal die Chance über Marc Schmidt-Peter. Und da schlägt es ein. Was für ein schönes Tor von Marc Schmidt-Peter. Restlos begeistert. Da macht er das erste Drittel weg. Die Erinnerung daran mit diesem tollen Tor von Marc Schmidt-Peter. Kriegen wir in der Wiederholung. Das setzt er an. Zieht durch. Geht vorbei. Lässt sich nicht beirren. Und dann schlägt es ein über Moritz Borst. Kann man sich fahren, ist nicht satt sehen an diesem Treffer aus der Hintertorkamera. Wunderbares Tor. Gibt es noch mal eine Chance für die Star Bulls? Marc Schmidt-Peter. Curtis Leinweber probiert es noch mal. Ah, ihm ist halt kein Schlussblick vergönnt. Das Spiel ist zu Ende. Die Star Bulls Rosenheim schlagen verdient im Oberliga Süd Meisterschaftsspiel den EV Füssen mit 6-1.